Und da wird immer noch diese Nekromanten-Zaubermeldung gegeben. Was ist denn das für ein komischer Steinsarg? Ist hier vielleicht ein Wühlschrat drin? Wer hilft? Schon wieder ein Magier stecken. Würselkraut. Wo war denn eigentlich nochmal dieser Grabstein? Auf dem dieser eine Text stand. Herr Praios, dein ist Mittag und Süden und Sommer. Zeige mir deinen Weg, o Herr. Ja. Der mit diesem einen Rätsel da, was wahrscheinlich kein Rätsel ist, aber vielleicht schon. Hier vielleicht verwittert. Und keine Gruft, in die man rein kann. Nur ein Nekromantenzauber. Raus! Ich will raus! Oh, Grabinschrift. Schweigen umfängt die sterbliche Hülle, harrend in der Vergänglichkeit. Höre das Lied der Schwingen, sie klingen vom Nirgendmeer. Frieden bringen sie der Seele, Träume bis in Ewigkeit. Amen. Das hatten wir aber schon mal. Und hier drin geht's ja auch nicht irgendwie in den Keller oder so. Ah, doch, hier unten. Stimmt, da war ja was. Hat der eine Typ ja auch, Vorgrim auch gesagt, oh, ich habe ja was gesehen. Also da müssen wir irgendwie hinkommen. Aber hier ist alles zu mit Erde. Was mit dem Stein sagt? Ah, hier haben wir auch noch was übersehen. Noch mehr bronzene Schultern. Jetzt kriegen wir die ganze Zeit Bronzerüstungen. Ja. Voll die schwere Entscheidung, wie muss es geben. Hier waren wir gerade. Puh, wie komme ich da hin? Wenn ich überhaupt dahin komme, ist natürlich Voraussetzung dafür. Sieht ja auch nicht unbedingt nach irgendeiner Leiter oder so aus. Aber man kann ja auch nicht unbedingt irgendwie was anklicken, was zeigen würde, dass man da überhaupt hinkommt. Und ich weiß auch nicht, was Vorgrim gemeint hat. Habt ihr das auch gesehen? Schritt für Schritt. Schon geschehen. Hier haben wir auch schon alles ausgeräumt. Tja. Wo finde ich einen Wühlschrat? Beziehungsweise, wo finde ich noch eine Gruft, in der wir noch nicht waren? Das ist natürlich eine bessere Frage. Und der einzige Anhaltspunkt, den ich habe, ist im Moment wirklich dieses eine kleine Fitzelchen auf der Karte, das unerkundet scheint. Weil hier übers Moor können wir auf einmal doch nicht und manchmal schon und ach und jemine. Oder können wir vielleicht hier rein? Ist hier überhaupt ein Eingang? Ja. Nur ein Steinsarg, der wahrscheinlich leer ist, genau. Ach. Skelette? Hier waren wir doch mit Sicherheit schon, oder? Na egal, ich will mich nicht beschweren. Sieht danach aus, als wären wir hier doch noch nicht gewesen. Auf in den Kampf. Für die Königin. Für Rondra. Ein Schwerk, ein Wort. Hä? Alle mal hergehört. Ihr sollt angreifen. Aufgepasst. Bei Angriff. So, jetzt, bitte. Ach, das Skelett ist gleich weg. Ja, warte, komm dann. Hol einfach mal kurz ein neues. Gut. Pause. Auf das Skelett zaubern. Du hier Dings und du machst mal das und du hier sowieso. Und bitte alle weghauen. Weghauen. Alle weghauen, bitte. Jetzt. Ja, immerhin. Bevor wir hier wieder gute Entscheidung weiter angreifen, erstmal hochheilen. Wenn der Kampf da gerade noch nicht getriggert ist, kann man das ja mal kurz ausnutzen. Du sollst... Ah, Alter, hier ist... Komm mal noch nicht hin. Und
den Zombie noch. Fussel, ich bin so begeistert davon. Alle mal hergehört. Jetzt. Gute Weiter. Kann der von hier hinten überhaupt treffen? Anscheinend schon. Und hier noch ein bisschen. Und dort und sowieso hier nochmal das gleiche. Nächste Runde rückwärts. Nee, was? Was ist hier schon wieder? Noch eine Riesenkrabbe. Guck, hier können sie auf einmal übers Moor laufen. Und warum? Warum zaubert er nicht? Glücksbringer, was auch voll viel bringt. Wenn es keine Werte hat. Lege ich das nicht an. So, was ist da drüben? Würselkraut. Wow. Und ich sehe weit und breit keine Gruft. Oder etwas, was wie eine Gruft aussehen könnte. Oder einen Eingang zu einer Gruft oder irgendwie sowas. Wo war jetzt hier diese Riesengrabbe nochmal? Da. Die hatten wir doch gerade weggehauen, oder? Hä? Ist doch schon wieder Skelette. Ich habe doch den Fluch gebrochen. Jetzt laufe ich. Ich war da. Ich habe keinen. Die geben natürlich Erfahrung und so. Ganz klar, aber ich will jetzt ja nicht die ganzen Folgen hier im Sumpf rumlaufen und irgendwelche Skelette schnetzeln. Wir haben auch so schon einiges an Erfahrung. So, jetzt probieren wir es mal. Speichern. Alles klar. Gladys. Normal. Eins. Alle mal hergehört. Und du Tierkunde, bitte. Eins. Laden. Bin laden. Nee. Den Spielstand laden. Und dann machen wir nur Tierkunde und dann müssen wir wahrscheinlich zwei kriegen, oder? So die Theorie jedenfalls. Aber wahrscheinlich ist die Theorie wieder komplett anders oder es variiert auch von Spielstand zu Spielstand. Also wird quasi richtig zufällig generiert, der Loot. Und ist es vielleicht drei Krabbenscheren oder so. Das wäre nicht so gut für unsere Forschung, unsere Feldstudie, aber naja. Ich hab's geahnt. Eigentlich müsste man es 100 Mal wiederholen oder so. Und dann mal schauen, wie das wird. Oder vielleicht bei irgendwas anderem probieren, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es zufällig generiert wird, etwas höher ist als bei so einer Riesenkrabbe, die irgendwie immer nur eine Sache droppt. Nämlich seine Scheren, die man dem Ding abschneidet. Boah, was? Da war ich hier schon? Ich glaube schon. Das ist doch hier in der Nähe von Rakorium. In der Nähe vom bösen Baum. Mensch, Mensch, Mensch. Für die Königin. Na, komm schon. Rondra. Ich gehe einfach mal dahin und versuche da irgendwie einen Eingang zu finden. Was wahrscheinlich wieder nicht funktionieren wird. Ja, weiter angreifen, bitte. Wofür habe ich da gerade die Erfahrung? Hat das Skelett gerade ein Zombie oder so weggehauen alleine? Wofür ich die Erfahrung bekommen habe? Wahrscheinlich schon. Und gleich den nächsten Zauber hinterher. Und am besten auch ein neues Skelett holen demnächst. Die vertragen aber einiges. Na klar. Ja. Aufgepasst. Ja gut, du musst dann auch gleich in den Nahkampf übergehen. Hier, du auch. Wuchtschlag. Nochmal. Und da ist unser Skelett auch schon wieder weg. Nein, nicht Attribute gewandt, du sollst hier Wundbrand heilen.
während du Fussel- und Wurfdolche einsammelst. Und Pfeile und was sie nicht sonst noch alles dabei haben. Noch mehr Fussel. Ach Mann, ich will. Warum kann ich die nicht looten? Und warum ist hier kein Skelett mehr? Wahrscheinlich, weil hier noch nie eins war. Ich mach das schon. Das könnte natürlich sein. Doch, hier haben wir doch die Rosalinde, wollte ich schon fast sagen. Hier, die Morlinde befreit. Also, wir gehen jetzt hier nach oben. Weil das nach dem einzigen Gebiet aussieht, wo wir noch irgendwie eine Gruft haben. Oder vielleicht da oder da. Auf jeden Fall in die Gegend. Weil ich würde gerne diese Quest erfüllen. Oder vielleicht finden wir den Wühlschrat ja auch erst in einem ganz anderen Gebiet. In das wir erst später kommen. Das kann natürlich auch sein. Was allerdings schon ziemlich ärgerlich wäre. Ich meine, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit alles absuchen nach dem Vieh. Und die NPCs ja auch die ganze Zeit sagen, ja, in der Gruft musst du suchen. Dann gehe ich einfach mal davon aus, dass wir den auch hier finden werden. Hoffentlich, sofern wir ihn finden, natürlich. Also, wenn ich mich nicht zu blöd anstelle, so wie sonst. Habt ihr allen Ernstes? Ja, hab ich. Boron zum Gruße, die Herrschaften. Was hat dieser Auflauf zu bedeuten? Die ist aber weit gekommen in der Zeit. Unsere gute Morlinde. Habt ihr tatsächlich zu uns zurückgefunden? Wir waren schon in Sorge um euch. Ich habe einen Rettungstrupp zusammengestellt und wollte gerade nach euch suchen. Natürlich, nicht etwa mich umbringen oder so, weil ich ein Zombie bin. Bitte, Schäffler, ihr wart doch sonst nie besorgt um jemanden. Seid ihr auf eure alten Tage nun doch noch milde geworden? Oder durchkreuze ich wieder einmal eine eurer durchschaubaren Machenschaften? Letzteres, meine Gute. Euer Humor ist göttlich. Wie kommt ihr nur auf so finstere Gedanken? Ich... Guter Büttel, ihr seid so erschreckend leicht durchschaubar für jeden, der etwas Verstand beisammen hat. Wir werden später noch darüber sprechen. Jetzt geht wieder eurem Tagewerk nach. Oder Nachtwerken. Das gilt auch für euch, werte Moorbrücker. Und was mit mir? Ihr habt unsere Geweihte gehört. Der Rettungstrupp ist nicht mehr vonnöten. Also träumt euch. Tummle dich. Ich muss mich für den Büttel und seine Miliz entschuldigen. Burgumil werde ich alsbald ins Gebet nehmen. Auf dem Rückweg zum Dorf habe ich mich entschieden, meine Anwesenheit geheim zu halten. Ich wollte meine unguten Vermutungen Burgumil betreffend bestätigt wissen. Habe ihn seinen Rettungstrupp zusammenstellen lassen, um zu sehen, wie weit er sein Spielchen treiben würde. Mhm. Sah gerade aus, als würde die jetzt irgendwie losjoggen wollen. Wie werdet ihr mit dem Büttel verfahren wollen? Braucht ihr vielleicht meine Hilfe? Ich könnte da so eine kleine Axt schwingen, wenn ihr wollt. Ich werde mit unserem guten Büttel ganz gut alleine fertig. Er würde es niemals wagen, gegen mich vorzugehen. Mein Angebot steht aber noch. Wenn ihr mich in meinem Tempel besuchen kommt, werde ich euch für meine Rettung belohnen. Jetzt kann ich es natürlich nicht, weil ich erst noch die ganzen Reichtümer, die ihr bekommen werdet, holen muss. Tschüss. Ja, siehst du, da will sie losjoggen. Und ich bewege mich, glaube ich, gerade in die falsche Richtung, verdammt. Ach, deswegen hier auch die ganzen Leute. Ich dachte, ich gehe hier nach Norden. Aber ist natürlich hier falsch. Und da läuft sie. Bis zu ihrem Tempel. So, einmal kurz speichern. Und jetzt versuchen wir mal hier durch das Moor zu kommen, beziehungsweise zwischen dem Stein durch. Passt super. Wieder einmal eine perfekte Aktion. Hier müssen wir ja hochkommen. Kann man ja auch Sachen pflücken und so, wenn wir das denn wollen. Einbeeren. Wie komme ich da hoch?